Einen schönen guten Abend. Es ist Freitag. Wir haben gleich 18.30 Uhr und ich stehe vor dem Robert-Schmidt-Berufskolleg im Essener Moltkeviertel. Wir haben schon ein bisschen künstliche Beleuchtung an. Die Sonne geht in einer halben Stunde unter. Kann man sehen, dass noch ein bisschen Sonnenschein da ist. Und hier ist der Firmensitz, der ehemalige, von der Firma Koppers. Und die war in Essen eine große Nummer. Das ist ein ehemaliges Anlagenbauunternehmen. Die waren da weltführend im Bau von Kokereien. Dann haben die noch Kohlevergasung, Kohlechemie, Petrochemie und Brennstofftechnik gemacht. Ja, und das ist irgendwie Geschichte. Das ist vorbei. Direkt nebenan ist die Villa Koppers. Das war der Privatwohnsitz. Und hier in dem ehemaligen, in der Hauptzentrale, da sind so verschiedene Firmen drin, wie das so gang und gäbe ist. So, hier haben wir mal einen Roller stehen. Mit dem machen wir gleich eine Tour durch Essen. Hier ist euer Host für heute Abend. Hier bin ich. Hi, ich hoffe, es geht euch gut. Gucken, ob die Kamera richtig steht. Tut sie. Sperrig das ganze Ding. Schraub mir das richtig feste. Irgendwas hat gepiepst. Ach, das war der Roller. Der ist wieder ausgegangen. Der hat mich schon mal genatzt. Ist nicht die Kamera. Die Kamera läuft. Das ist nämlich schon wieder mal mein zweiter Ansatz heute als Vollprofi. Dann machen wir jetzt hier mit dieser Karte den Roller wieder an. Und dann hüpfe ich jetzt drauf. Und dann kann es losgehen. Ich habe einen groben Plan, was wir heute machen. Wir haben immer noch 17 Grad Celsius. Das ist höchst erstaunlich. Und los geht's, wir sind on the road. Ich habe neulich mal so einen Kanal für mich entdeckt. Da sage ich nochmal Danke an Oliver Tohl, und Planespotting, Plane Mania. Die machen Livestreams unter anderem von Flughäfen. Da war jetzt so eine Herbsttour. Da waren die in unter anderem Frankfurt, in Zürich, Düsseldorf, Amsterdam und haben da stundenlang gezeigt, wie Flugzeuge gestartet und gelandet sind. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie langweilig. Aber ich stehe total auf Flugzeuge und das hat mir riesen Spaß gemacht. Die haben es richtig gut gemacht. Also von hier aus mal ein Gruß nach Berlin zum Thomas, der kennt mich nicht. Der weiß gar nicht, dass es mich gibt. Aber egal, ich fand das klasse. Wir überqueren jetzt die Ruhrallee. Und ich habe vor, so eine Runde zu fahren. Erstmal hoch bis zur Stähler Straße. Da biege ich dann links ab. Hier rechts hinter den Büschen und Bäumen ist das ehemalige Hauptgebäude von E.ON. Dann sind die ja hier raus. Und auch dies hat sich irgendwie verkleinert. Da ist nicht mehr ein Mieter drin, da sind mehrere drin. Ich weiß gar nicht, ob alles belegt ist oder nicht. Die Ruhrallee hat immer eine ziemlich lange Grünphase. Da muss man erstmal mal drüber hopseln. Ich
Heute waren wir wieder bei der Tierärztin gewesen in Sachen Frieda, meiner Hündin. Und das sieht so aus. Die bekommt jetzt... Ach, Blinken wird überbewertet. Die bekommt jetzt einmal die Woche, also schon länger, Cortisonspritzen. Hier links ist übrigens das Elisabeth-Krankenhaus. Da bin ich mal zur Welt gekommen. Können wir einmal noch einen kurzen Blick schmeißen. Nicht, weil ich da zur Welt gekommen bin, das ist relativ egal. Aber da ist es halt in seiner ganzen Pracht. Zumindest das, was man von vorne sieht, von der Straße. Also einmal die Woche bekommt die Cortisonspritzen. Und es gibt genau zwei Möglichkeiten. Entweder ist da hinterm Auge ein Tumor, das wäre das Ende. Auch da hätte das Cortison einen positiven Einfluss. Oder das ist kein Tumor, dann ist es eine Entzündung. Dann geht die vielleicht irgendwann weg. Das kann aber zum Teil Monate dauern. Muss nicht, aber kann. So, was haben wir denn hier? Hier ist eine der drei Autobahnen, die durch Essen führt. Das ist die A52. Hier sehen wir die Fahrtrichtung auf die A40 zu. Ja, und um rauszufinden, ob das ein Tumor ist, müsste man jetzt eine Röntgenaufnahme machen sozusagen, das geht aber nur in Narkose, also am Kopf. Der ganze Spaß kostet unter anderem 800 Euro, roundabout. Und dann wüssten wir es, allerdings gibt es da keine Therapie. Wir müssten weiter Cortison geben. Und wir denken jetzt, dass es eine Entzündung ist, so wie sie sich verhält. Wir glauben daran. Also wählen wir jetzt den Weg, dass wir sowieso das Cortison weitergeben und hoffen, dass das irgendwann gut ist. Das ist zwischendurch fast weg. Dann kommt es wieder, manchmal innerhalb von kurzer Zeit. Also hoffen wir einfach mal das Beste. So, man sieht jetzt, der Herbst hat Einzug gehalten. Da rieseln doch Blätter runter oder sind runtergerieselt hier. Es ist jetzt auch schon kühler. Jetzt gerade in meinem Auto mit dem Thermometer. Da werden bestimmt jetzt keine 17 Grad mehr sein. Oder der Fahrtwind ist jetzt eben so. Hier ist ein vorbildlicher Fahrradweg. Kann man nicht meckern. Da fährt eine Straßenbahn Richtung Steele. Muss mal gucken, die muss ja auch gleich links abbiegen. Wie ich das hier mache. Ich gebe einfach mal Handzeichen, wenn ich gleich links rüber fahre. Ich meine, da drüben ist auch ein Radweg. Ja, funktioniert. Hier ist der Radweg, alles gut. Ich hoffe, dass mir die Sonne gleich nicht mehr in die Kamera reinscheint. Noch ist sie ja da, ein bisschen Tageslicht brauchen wir ja noch. Und dann nutzen wir einfach mal den schönen Freitagabend in Essen. Sehen wir mal, was uns alles so vor die Linse kommt oder vors Objektiv.
Bei meinem letzten Rollervideo, als ich von Steele nach zur Schwimmbrücke gefahren bin, Bochum-Dahlhausen, da musste ich tatsächlich das erste Mal auf meinen Backup-Ton zugreifen, weil da war es doch einigermaßen warm noch und da hatte ich die Jacke, die ich jetzt anhabe, nicht ganz zugemacht. Und das hat meinem Hauptmikrofon blöde Scheuergeräusche verursacht. Oder beschert, müsste man jetzt ja sagen, bei dem Satzanfang. Und das war zwar immer nur, wenn ich abgestiegen bin und den Roller geschoben habe, aber da war ja ein paar Mal an der Burg, hinterher an der Schwimmbrücke, ganz am Anfang. Das war so nervig. Da habe ich dann den Backup-Ton genommen. Gut, dass ich den hatte. Ich versuche ja immer das Beste rauszuholen. Und bei meinem Video vom Essen Light Festival, da war es so, ich hatte mir das schon gedacht, da war an manchen Stellen ein unglaubliches Bildrauschen, weil viel zu wenig Licht da war. Und das war echt nicht zu gebrauchen. Und dann habe ich mal wieder in meinen Kanal investiert und habe mir eine Software geholt, um digital das Bildrauschen wegzumachen. Hier links ist übrigens das Eulenspiegel im Essener Programmkino. Und leider ist halt keine Software, wo man einfach nur auf den Knopf drückt und sagt, pass mal auf, Software, mach das Bildrauschen weg und mach es vor allen Dingen gut und schnell. Sondern da muss man doch ein paar Parameter händisch einstellen. Und weil ich das Video schnell raushauen wollte, ich wollte hier eigentlich links abbiegen, also mal gucken, ob ich hier rüberkomme gleich, das ist eine Linksabbiegerampel. Und da musste ich ganz schön mich damit befassen, mit dieser Software, wie ich die mal so einigermaßen drauf hatte. Wir sind jetzt hier am Steeler Wasserturm. Und mit Hilfe dieser Software kann man das durchaus gucken, finde ich. Und da jetzt sowieso die Dämmerungszeit kommt und ich da eh öfter mal unterwegs sein werde, im Halbdunkeln oder im Dunkeln, war das vielleicht eine ganz gute Investition. Denn der Sensor der Kamera, wie erwähnt, also Sensor, nicht Sucher, manchmal verplapper ich mich ja, der ist halt klein. Was zum Vorteil der Kamera ist, weil die ja klein ist, schleppt man nicht so ein riesen Ding mit sich rum und ist damit unauffälliger. Und sollte DJI jetzt in der neuen DJI 3 einen größeren Sensor verbauen, ist der im Dunkeln besser, durchaus, und bietet bessere Ergebnisse. Aber das Problem ist eben, die wird größer werden dann, ne? Und die Gemeinde will ja auch einen austauschbaren Akku haben und soll auch ein bisschen länger halten und so weiter. Macht das alles irgendwie größer. Ich finde klein eigentlich besser, für meine Zwecke natürlich, ne? Da hinten das Haus, wo der Turm drauf ist, gewissermaßen, ist die Hauptstelle der Emscher Genossenschaft. Ist auch eine Kantine drin, kann man essen gehen, zumindest war das früher mal so. Da habe ich ja hier im Viertel gearbeitet. Mein Auto bleibt stehen, lässt mich durch.
Hier rechts haben wir den Ruhrverband, eines der Gebäude, die wir hier angemietet haben. Die haben eigentlich drei Stück hier in der Gegend. Haben wir mal Glück an der großen Kreuzung, wenn wir bei Grün rüberkommen. Das ist manchmal auch so eine nervige Sache, finde ich, wenn man mit den 22 km/h an vielen Ampeln stehen bleibt. Hier links ist auch jetzt der Regionalverband Ruhr drin. Da war früher mal eine Krankenkasse. Ich weiß gar nicht mehr welche. Da war auch eine Kantine drin, da bin ich öfter hingegangen. Zum Essen. Wie ich mir das mal ausgerechnet hatte. Ich gedacht hatte, das klingt zwar im ersten Blick billig, aber wenn ich mich selber versorge, ist das weitaus günstiger. Und dann habe ich mich wieder angefangen, selber zu verköstigen, als Junggeselle, der ich damals war. Na, schaffen wir die Ampel noch? So eben. Hier rechts ist jetzt der Stadtpark. Da merkt man, wie direkt eine ganz kühle Luft rauskommt. So viel zur Oase, die die Stadt kühlt. Er ist wirklich nicht groß, der Stadtpark. Aber das reicht schon, dass er so ein Mikroklima aufbaut. Und die umliegende Gegend durchaus mit kühler Luft versorgen kann. Hier ist auch ein schöner alter Baumbestand. Und hier rechts ist jetzt die Buhlbahn. Die habe ich ja, glaube ich, noch nie in Aktion gezeigt. Ich halte einfach mal hier kurz an, die Ampel schaffen wir eh nicht. Hier spielt Essen Buhl. Ich wollte ja sowieso rechts abbiegen. Und das können wir jetzt so machen, wenn ich auf den Bürgersteig gehe. Weil ich gucke mir jetzt die Matratzen an, die Kissen. Macht ja immer Spaß. Schlender hier mal rum. Fußgänger haben sogar grün. Auf dem Radweg steht es sich immer am besten. Mal suchen wir uns hier weiter unseren Weg auf dieser abendlichen oder vorabendlichen Runde. Ich weiß gar nicht genau. Ein freundliches Lächeln und Nicken meinerseits. Ein freundliches Lächeln zurück. So geht das mit dem Miteinander. Noch läuft das Essen Light Festival. Natürlich jetzt
Es ist ja noch hell, da ist es noch nicht angefangen. Erst ab Einbruch der Dunkelheit. Sehen wir den Turm vom Stärk-Fernheizwerk. Hier rechts sehen wir den Westenergieturm. Und wir fahren weiter geradeaus. Und falls hier ein ganz bestimmter Zuschauer zuschauen sollte, ich bin schon wieder in Essen, oje, oje, kann das nur sein? Jetzt müssen wir hier diese Kreuzung meistern. Irgendwie. Ist nicht ungefährlich. Gucken. Fahren wir mal so ein bisschen halb links auch. Ich kann hier auf dem Roller schlecht Handzeichen geben. Gibt zwar auch Helme mit Blinkern, habe ich gehört. Aber da habe ich mich noch gar nicht mit befasst. Ich vergesse das auch immer wieder, weil ich habe ja einen Helm. Also für mich so, und hier biege ich links ab, mache ich von der Spur. Ist aber eine eigene Fahrradampel hier. Wird auch grün. Lauf. Und wir fahren weiter hier rum. Ist noch ein schöner blauer Himmel zu sehen mit Wolken. Ja, ich glaube, die Sonne ist heute kein Problem mehr fürs Objektiv. Ich hatte mir die Anfangszeit ja auch mit Bedacht gewählt. Ich weiß nur nie genau, wie ich auskomme. Mit dem Licht. Ich habe mir jetzt angewöhnt, dass ich vorher immer gucke bei Google Maps, wie lange dauert das denn, wo ich hinfahren will, so grob. Aber in echt ist es ja doch immer noch irgendwie anders. Aber da habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt. Und fahre nicht ganz so blind. Vorsicht! Vorsicht! Sie hat geträumt. Mache ich ja auch oft. Ja, hier ist es schon einigermaßen dunkel. Muss ich mal schauen, ob ich meine neue Software hier auch einsetzen muss. Was natürlich zur Folge hat, der rendert ziemlich lange, ne? Aber klar, gibt ja auch wahnsinnig viele Bildpunkte,
Und das Erstaunliche ist, bei 4K60 im Vergleich mit Full HD dauert das Rendern ungefähr genauso lange. Mehr. Beim Maglern Tower ist schon Licht an. Jetzt fahren wir hier am Einkaufszentrum Limbecker Platz vorbei. Links ist das Cinemax. Ja, und hier sind wir am Berliner Platz angekommen. Da wollte ich rum. Gucken, wie ich das regle. Vielleicht hier von der Ampel aus. Das Kolosseum Theater, vor uns die Agentur für Arbeit. Also hier weiß ich nie, wie ich am besten rüberkomme. Das ist so oder so eine langwierige Angelegenheit. Jetzt müssten wir hier grün kriegen. Hier rechts vor uns ist das Gebäude der Funke Mediengruppe. Und weiter geht's. Biegen wir hier wieder rechts ab. Wir fahren kurz bei IKEA vorbei. Ist hier auf der rechten Seite. Kann man sehen.
Hier würde ich mir gerne ein Fahrrad kaufen. Am besten gleich mitnehmen. Aber es ist nur ein Wunschtraum. Jetzt fahren wir hier an der Automeile vorbei. Hier ist AMG Essen. Alles ganz neu gemacht. So, dann müssen wir mal kurz gucken, kommt da einer, kommt da keiner, da kommt keiner. Drücken grün. Fahren wir ganz vorsichtig an Audi vorbei. Hier hat der Radweg eine ziemliche Delle. Kommt schon Porsche. Könnt ihr mal sehen, wie bescheiden ich bin. Ich will mir nur ein Fahrrad mitnehmen. Andere Typen, die würden jetzt ganz andere Gedanken äußern. Hier rechts von uns ist der ganze Komplex von ThyssenKrupp. Und wir fahren auf unserer Tour weiter Richtung Altendorf. Und ich habe ja hier manche unter meinen Zuschauern und Zuschauerinnen, die das alles noch von früher kennen. Also das, wo ich so rumlaufe und filme, nicht alles nur Essen, auch von Mülheim, von Oberhausen, von Duisburg und so weiter. Und das finde ich auch immer hochinteressant, wenn da längere Kommentare kommen, wie es so früher mal war. Weil man sieht, was die Zeit so bringt, was die gemacht hat. Also immer her mit solchen Kommentaren, die sind willkommen. Ganz links sieht man das Kronenberg Center von Essen. Aber kalt ist mir jetzt nicht, wo ich hier rumfahre. Aber alles über 10 Grad ist auch sowieso nicht kalt für mich. Fahrtwind hin, Fahrtwind her. Da ist alles gut. Da oben ist ja immer so ein Thermometer, wo die bunte Leuchtreklame ist. Springt immer hin und her. Wollen wir mal gucken. Ob wir die Temperatur noch abgreifen können? Nee, können wir nicht. Kommt zu viel Werbung.
Hier bin ich ja mal neulich durch den Regen lang gelaufen, als ich Aufnahmen gemacht habe für einen Livestream at Home. Kann man sich prima Döner holen. Also hier ist absolute Grillluft. Wahnsinn. Klar, irgendwo muss es ja hin und jetzt läuft der Grill heiß, das hat man ja gesehen, da war richtig was los. So, ich will auch jetzt mal wenden. Weil ich eigentlich eine andere Richtung weiterfahren möchte. Also mal gucken, wie wir das machen. Am besten hier. Ordnungsgemäß. Ja, und wie anders das alles aussieht wieder, ne? Faszinierend. Aber wenn es nicht so wäre, dann könnte ich ja gleich einpacken, weil dann hätte ich jetzt ja in den 2-3 Vierteljahren, die ich das mache, ja wirklich alles gezeigt. Und dann gäbe es ja gar keinen Sinn mehr, weiterzumachen. Oder ich müsste immer neu machen. Also neue Städte. Aber ich bin eben so ein Local Hero. Japan Potato. Der kommt ja wirklich rum. Neulich hat er 2 Videos aus London gehabt. Aus Leipzig hat er jetzt wieder was gehabt. Er hat viel in Spanien gemacht, Verschiedenes. Und Japan und. Auch hier ist er in vielen Städten unterwegs. Aber das kann und will ich nicht leisten. Deswegen bleibe ich hier so im Ruhrgebiet weitestgehend. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, das wieder das, was ich meinte mit dem Roller, ne? Bleibt man an den Ampeln kleben. Und das bei dem schwindenden Licht. Was sagt denn die Uhr? 7:10. Könnte sein, dass der Stream, oder Stream, dass dieses Video ein bisschen länger dauert. Mal gucken, ob wir noch irgendwie zurückkommen. Wäre jetzt ja auch blöd, wenn ich im Dunkeln ein neues Video anfangen würde. Hier wird noch gebolzt. Und hier rechts ist schon ein Eingang zum Bahnhof Essen West. Und obwohl ich hier in Essen West groß geworden bin früher, war ich hier in Altendorf eigentlich nie. Das war irgendwie doch schon eine Grenze hier, der Bahnhof Essen West. Boah, ist es hier schon dunkel. Und schon wieder rot. Ja, hier ist es wenigstens ein bisschen heller. In Essen West ist es heller als in Altendorf. Ja, hier kann man den Bahnhof Essen West sehen, wenn die Kamera rumschwenkt. Da ist auch die Eissporthalle dahinter, oder daneben vielmehr. Und ging jetzt ja. Und da ich mich ja hier auskenne, biegen wir jetzt hier links ab. Über die Schienen. Auf dem Radweg. Das war mal ein Manöver, oder? Rechts ist die Bertha Krupp Realschule, links das Friedrichsbad. Da war ich früher schwimmen öfter. War eine Zeit, da gab es hier in Essen auch richtig viel Schwimmbäder. Ganz normal war das. Und die wurden auch gut angenommen. Und da haben auch viel schwimmen gelernt. So, wir fahren jetzt hier parallel zur Eisenbahntrasse, die zum Hauptbahnhof führt. Essen West ist ja der letzte Bahnhof vorm Hauptbahnhof. So, ist natürlich jetzt wieder mit den Copyrights ein bisschen blöd, muss ich mal ein bisschen drüber reden und ich hoffe, dass es grün wird. Ja, es wird grün. Ich habe irgendwie drüber geredet. Vielleicht hat es ja gereicht. Sieht so aus wie Vollmond, ne? Hier rechts haben wir ein Bauhaus. Da habe ich einiges auch eingekauft. Schon in meinem Leben. Und hier war früher mal ein Geschäft hier rechts. Neben dem Aldi, wo jetzt Laminat drin ist, sehe ich. Die hatten nur Tiefkühlkost früher. Das war eine Sensation. Und da hat man relativ billig so Tiefkühlsachen gekriegt. Und weil ich ja so gerne Fisch esse, bin ich da öfter hin. Und die hatten so Packungen, da waren so Fischfilets drin, aber richtig viele, so, ich sag mal so,
15, 20 Stück oder so. Ja, weil man Verkehrszeichen lesen kann. Wir müssen warten. Wir hatten den roten Pfeil. Hier der Radweg rechts sieht mir aber nicht vertrauenswürdig aus. Und dann bin ich immer hin und habe mir da so große Packungen mit Fisch geholt. Konnte die dann einzeln entnehmen. Und das war echt günstig. Konnte ich mir abends öfter leckeren Fisch machen. Mit Kartoffeln hauptsächlich. Weil ich Kartoffeln auch mag. Einen schönen Salat dabei. Und Kartoffeln kann man ja verschieden machen. Bratkartoffeln, Salzkartoffeln, Pellkartoffeln. So, hier rechts von uns halte ich mal ganz kurz an. So viel Zeit muss sein. Da sieht man den Funk- und Fernsehturm an der Münchner Straße. Hier gehe ich ja mal um den Radweg drauf, komm. Sieht ja doll aus, wie hier die Hochhäuser der Stadt Essen noch angestrahlt werden vom Licht. Da hinten die große Kreuzung vermeiden und wir gucken, ob wir uns hier irgendwie rüber schummeln können. Jetzt wird es hier schon rot. Kriegen wir hier grün? Wir können hier über die 224, die hier Friedrichstraße heißt, drüber. Schon mal die Hälfte geschafft. Und vielleicht haben wir Glück, weil jetzt dunkel ist. Mehr oder weniger. Dass wir noch ein mini bisschen auf dem Rückweg vom Essen Light sehen. Als Abschluss sozusagen hier wäre es auch ein toller Punkt, jetzt Schluss zu machen. Das ist einer meiner Lieblingspunkte hier in Essen. Aber ich bin gerade noch in Stimmung. Man muss ja eh zum Auto zurück.
Das sieht ja hier rechts echt cool aus, wie der Mond neben dem Westenergieturm steht. Echt groß. Ich glaube, da vorne können wir wieder fahren, ne? Kurz das Handy rausholen. Aber meistens werden so Bilder nichts. Mit dem Handy so aus der Hüfte geschossen. So. Hier ist alles wieder gut. Wer mich fragt, jetzt macht die Stadt Essen hier die Laternen an. Zong, zong. Das ist auch nochmal eine schöne Stadtansicht hier, finde ich. Ich meine, ist dann auch Freitag. Die Pöhle stören nur. Da kann ich alles haben. Das ist manchmal so ärgerlich, wenn ich so Thumbs mache, ne? Dann habe ich den perfekten Thumb, also für meine Verhältnisse immer. Und dann ist da so ein blöder Pol im Weg. Irgendeiner, ein Lampenmast, eine Ampel oder ein Verkehrsschildpol oder irgendwie sowas. Und der zerstört das alles. Kann ich dann vergessen. So. Mal gucken, hier haben wir immerhin noch ein bisschen Licht. Wer hätte das gedacht, nach dem dunklen Essen-Altendorf. Da sehen wir den Elefanten rumstehen. Den Vorplatz vom Hauptbahnhof. Ich muss jetzt mal gucken. Wir sind hier auf die Spur. Ach, hier haben wir die Marbel. Können wir auch noch mal einen kurzen Blick riskieren.
sieht man die von hier aus ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Aber ich will jetzt hier auch nicht zu lange stehen bleiben. Es wird dann alles zu dunkel und der Film auch viel zu lang. Guckt ja kein Mensch. Ich hatte mir die Marble auch ein bisschen größer vorgestellt. Ja, was macht er denn jetzt? Was genau? Ja. Manche glauben, können hier parken. Aber hier gibt es nichts zum Parken. Hier ist fast zu hell, ne? Wir können hier noch einmal gucken. Die große Lichtinstallation an der Seite vom Alto macht. Ja, da ist natürlich wieder total der blöde Sound. Das macht ja keinen Spaß. Das macht echt keinen Spaß. So. Wieder die Seite vom Alto Theater. Da ist der Baum genauso, wie wir den schon mal hatten. Hier ist mein Roller im Dunkeln. Hier bin ich im Dunkeln. Ich sage danke, dass ihr dabei wart. Und es ist so besser. Ne, so ist es noch dunkler, ne? Ja, jetzt habe ich immer einen Schwenk hingelegt. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, dass ihr mitgekommen seid. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.